So, hallo, wir machen weiter bei Things. Letztes Mal hatten wir das Tilt-Level, was erst den Eindruck hatte, dass es recht schnell zu Ende gehen könnte. Und dann haben wir doch eine Weile dran gesessen. Jetzt Panke Ultima. Der Name lässt eine gewisse Angst aufkommen. Wenn es nämlich ein ultimatives Punker-Level ist, mal gucken. Aber ich hoffe, er trollt mit dem Namen nur. Wir werden es gleich erfahren. Und zwar genau jetzt. Da oben läuft ein Timer. Und RIP. Okay, grüne Bären. To double eat a sprite, have Baby Yoshi eat the second sprite right after his mouth closes from eating the first sprite. Ja, gut, das, ja, okay, jetzt will er sowas von mir. Was zur Hölle? Ist die... Überleg gerade, das hier kann Yoshi essen. Die Explosion kann Yoshi wahrscheinlich essen. Ach, das... Ist das ein One-Screen-Level? Oh, lol. Und dann das da noch. Dann geht's... Ach, nach oben geht's dann weiter, oder wie? Oh. Okay. Sehr gut. Schlecht. Ah, Mann, so wird es nichts. Nee, das haut nicht. Da muss ich ein bisschen besser timen. Aber will jetzt von mir einen dreifachen Esser oder was will er von mir jetzt genau wissen? Ach Mann. Was genau will er jetzt von mir an der Stelle wissen? Ja, okay. Ich denke, die Explosion soll ich schon mitessen. Hm. Würde Sinn ergeben zumindest. Das heißt aber auch, wenn ich den Dreier esse, wenn ich das Dreieressen schaffen würde. Also wenn ich das Dreieressen schaffen würde, würde es schneller gehen, ne? Dann bräuchte ich die Bombe nämlich nicht. Ah, das war schlecht. Könnte funktionieren. Ach Mist. Das könnte aber echt funktionieren. Jetzt ist doch gut. Nein, jetzt habe ich... Das hätte sein können. War es leider nicht. Oh. Ah. Egal. Yoshi ist hier. Das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. Nicht. Mann! Aber ich meine, es ist egal. Wenn man es am Ende eh mit der Explosion wahrscheinlich machen. Der Dreier wäre halt nur ein Zeitgewinn. Oh. Ja! Ah, und dann muss ich Yoshi hochziehen. Okay. Verstanden. Verstanden. Gecheckt. Also ich kann mir Zeit... Ich kann Zeit gewinnen, wenn ich den Dreier mache. Das war nicht der Dreier. Aber wir können es normal spielen.
Gut. Wenn ich dann halt noch die Beere erwischen würde, könnten wir es normal spielen. Nein, jetzt ist er da hinten. Schade. Aber egal. Gut. Mann! Ach Mann, dann schmeiß ich ihn immer da hinten hin. Schlecht. Hä? Jetzt ist er nicht hochgesprungen. Schade. Nein! Oh. Jetzt. Nice. So, hoch mit dir. Futtern. Futtern. Scheiße. Den hätte ich da reinwerfen müssen. Da muss ich den drücken, dann würde Yoshi jetzt hochwandern. Dann hätte ich Yoshi jetzt hier zur Verfügung. Und dann kann ich nicht mehr weiter nach oben mitnehmen. Okay. Okay. So weit, so gecheckt. Aber da muss man auch wirklich sagen, es ist echt knapp, wenn man es nach dem normalen Weg macht. Dann Mann! Dann würde ich schon gerne versuchen, immer den Dreier zu bekommen. Schade. Aber besser wie nix. Fuck. Fuck. Oh, der P-Switch ist ausgelaufen. Oh, das kommt noch dazu, dass der auch dann ausläuft. Ja, moin. Ey, das ist so nervig, dass dieser scheiß Mancher da ist, ne? Genau deswegen ist er ja auch da. Genau deswegen ist er ja auch da. Ja, super. Schade. Jo, das geht. Hä? Das schafft man gar nicht. Wenn man den... Wenn man den normalen Weg geht. Das schafft man vom P-Switch her nicht. Hä? Ist es dann... Wie ist es? Okay, ist es vielleicht dann anders gedacht? Nee, so geht's auch nicht. Ich überlege gerade. Weil wenn ich den Dreier nicht schaffe, dann reicht der P-Switch nicht, oder was? Oh, ich habe die Beere nicht erwischt. Ups. Das ist natürlich schlecht, wenn ich die Beere nicht erwische. Scheiße. Okay, doch, man kommt schon hoch. Man kommt schon hoch. Ah, super. Oh, ich habe gar keins doppelt gegessen. Es ist so nervig, ne? Alter. Super. Super.
Ja, doch, man, okay, doch, man schafft schon, man schafft schon. Ich hab nichts gesagt. Ich will nicht die Messagebox, ich will einfach draufgehen, danke. Glaube ich, es ist zu bald, das oben. Glaube ich, es ist das Ding oben zu bald. Ich glaube, ich kann mir da sogar ein bisschen Zeit lassen für den Dreier. Oh, nee! Ja, ich kann mir Zeit lassen. Okay, dann ist der Dreier leichter. Passt. Und das macht den P-Switch natürlich auch nochmal deutlich angenehmer. Ja, super. Ja, ich brauche mich gar nicht so hetzen. Dann schaffe ich es nämlich auch, den hochzuwerfen. Schade. Komme ich nicht drauf jetzt, ne? Ja. Schade. Okay. Röhre. Und wer kommt jetzt? Midway. Okay, cool. Und dann, was muss ich tun? What? What? Ich verstehe kein Wort. Wie soll ich da hoch? Was? Also, ich meine, das sind Dings, aber... Aber das wäre ja drehen oder... Hä? Was für eine Taste bedeutet das jetzt in dem Fall? Ich kann mich da nicht drehen. Hä? Okay, ich verstehe halt noch überhaupt nicht, was ich tun will. Also, wie fliege ich denn jetzt mit Yoshi? Hä? Ich fliege mit Yoshi halt noch nicht. Also, ich dachte halt, ich muss mit Yoshi fliegen oder so, aber das funktioniert nicht. Hä? What? Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Ja, wie soll ich da hinkommen? Hä? Da ist die Drehsprungtaste, aber die tut ja nichts in der Situation. Ja, dann drehe ich mich aber. Hä? Ja, was soll das bringen? Ja, wie... Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Merkt man vielleicht. Ja, aber... Wie soll der Großjur... Ich verstehe es nicht.
Ich check nicht, was die blauen Münzen in dem Fall bedeuten sollen. Ja, aber ich kann ja nicht fliegen. Hä? Geht's darum, dass er jetzt nicht groß werden darf und ich mich da durchdrehen soll, oder wie? Ja, aber das sind sie ja auch nicht. Es tut mir leid, ich habe hier nicht, was ich tun soll. Ich muss mir ein Video anschauen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss mir ein Video anschauen. Wir sehen uns gleich wieder. Ach du Scheiße. Okay, ich muss den kleinen Yoshi hochwerfen. Der muss groß werden und dann komme ich da drüber und gleichzeitig wurde die Beere gegessen. Yikes. Und der Gedanke war richtig, dass man sich durch die Münzen durchdrehen muss. Okay. Ich rieche Safe States. What now? Ja, nee, die darfst du nicht essen, Yoshi. Ja, die da oben musst du dann essen. Ach, die musst du dann essen, da musst du ihn hochwerfen und oh Gott. Nein, die sollst du nicht essen. Nein, die sollst du nicht essen. Mann! Es klappt hervorragend. Okay, ist das Zufall oder kann ich es nicht... Also, kann ich es beeinflussen oder nicht? Klappt gut. Hä, also ich check's noch nicht ganz. Ich habe jetzt allerdings halt gesehen, wie es geht. So, also das muss ich jetzt halt umsetzen. Hätte ich das nicht gesehen, hätte ich keine Ahnung gehabt, was ich tun soll. Aber gut. Geschenkt. Ich wollte gerade sagen, kann ich mich nicht auch einfach da rumdrehen? Ja, das ist doch das, was ich... Ich drehe mich einfach. Wieso soll ich... Also, wieso soll ich den Drehsprung machen? Ich drehe mich einfach so. Oder bin ich dann zu langsam? Das könnte natürlich sein. Dann drehe ich mich halt ganz zum Schluss. So. Ja, das geht doch. Man muss ja dann noch drüber kommen. Aber das sieht doch schon mal besser aus jetzt. Ja. Ja, okay. Und dann... Das sind Dinge. Also ich habe jetzt im Notfall halt das Video, wenn ich wieder nicht weiterkomme. Aber jetzt probieren wir dann erstmal den Rest. Also jetzt komme ich da schon mal rüber. Aber was mache ich dann? Oder okay, es bremst mich halt. Das ist wahrscheinlich das, was nicht passieren darf. Wahrscheinlich werde ich dadurch langsamer. Und ein bisschen, Ach, warte, muss ich da normal fliegen dann vielleicht? Oh, das könnte sein. Oh, das war gut. Der war strong. Der war strong.
Okay, ich drehe mich ganz kurz nur. Das macht's eigentlich... Ja, das ist ganz gut. Na, das war zu spät. Oh, ja, Yoshi sollte man mitnehmen. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut? Na, doch nicht. Schade. Hoch. Scheiße. Scheiße. Das sieht doch okay aus. Nee, reicht nicht. Wahrscheinlich wäre, wenn ich mich normal durchdrehen würde, würde ich wahrscheinlich nicht so einen Zeitverlust hinlegen, schätze ich. Hm. Aber dann ist er meistens das Ding. Hm. Weiß ich nicht. Normales Drehen scheint mir noch angenehmer zu sein, aber ich weiß es, wie gesagt, nicht. Okay. Ah, und dann schmeiße ich den da hoch. Okay, verstanden. Schade. Okay, aber den zweiten Teil habe ich, glaube ich, verstanden. Geht es jetzt also immer darum, den Yoshi da hochzuwerfen, oder was? Eieieiei. Nein. Na, das reicht nicht. Das könnte gut sein. Ach, Mann! Ich verliere leider Geschwindigkeit immer in dem Moment, wo ich da mich drehe. Das war gut. Okay, das war gut. Wenn ich ganz kurz nur antippe, reicht es schon aus. Okay. Ja. Okay. Und dann wieder auf den Yoshi drauf und dann da hoch. Okay. Gut. Okay, okay, okay. Okay, wir kommen der Sache näher. Aber das hätte ich ohne Video hätte ich niemals gecheckt, was ich hier tun muss. Ich hatte Vermutungen, aber... Na, ich meine, ihr habt es ja gesehen. Aber dass das so geht, hätte ich nicht gecheckt. Ah, scheiße. Gott, ich hoffe, das geht nicht ewig lang, das Level, ey. Das ist schon ordentlich hier. Vor allem, was verlangt er hier alles plötzlich von einem? So mitten aus dem Nichts wird es hier wieder enorm schwierig, was das Level angeht. Ach, scheiße. Oh, geht das auch? Theoretisch ja. Theoretisch geht das. Mann!
Okay, was jetzt? Ja, was jetzt? Was mache ich da hinten? Wahrscheinlich das Video weiter gucken. Ich habe halt auch kaum Zeit zum Überlegen, weil halt die Zeit einfach rasend schnell abläuft. Scheiße. Ja, was soll ich da tun? Mach das jetzt mit Save State erstmal. Der ist nämlich gut. Aber was? Ah, da steht was. Da steht was in der Wand. Da steht was an der Wand. Das habe ich noch nicht gesehen. Da stand irgendwas an der Wand. Hold up. Was für Hold up? Warum? Bin ich jetzt dumm? Das ist die Taste. Wait, what? Was ist passiert? Was genau passiert da? Ich verstehe noch nicht so ganz, was da passieren soll. Hold up. Ah, Moment. Nur abholden oder was? Und alles andere loslassen oder wie? Mann! Oh, die Maus ist im Bild, Entschuldigung. Ich check halt nicht, was da passieren soll. Ich weiß nicht, was... Also Yoshi hat ja offenbar schon gegessen. Er muss noch zwei Sachen essen. Also irgendwoher kriegt er noch zwei Sachen. Aber das ist halt nur eine Sache. Und da drüben ist die nächste Beere, also... Ich verstehe den Hold-up nicht. Was für Hold up? Für was? Wenn ich da runterschwebe oder was? Also Yoshi muss auf diesem Mancha groß werden. Aber wie...
Was soll ich tun? Okay, Video. Moment, ist ja noch offen alles. Da. So, der nimmt den, wie ich auch, in die Hand. Schmeißt ihn. Und stirbt. Okay, das war wahrscheinlich nicht gedacht. Okay. Moment, okay, das scheint eine schwierige Stelle zu sein. Der ist in dem Video bisher noch nie gestorben. Sick. Jetzt geht's wieder von vorne los. Okay, der stirbt dann ein paar Mal. Das ist interessant. So, jetzt ist er wieder hier. Also, er... Ach so. Jetzt hat er die Shell rausgeholt. Also, jetzt hat er die Shell ohne den Cooper. Jo! Hey, das geht doch aber. Hey, das hat doch aber mit der Shell nichts zu. Ach so. Oh, da habe ich wieder nicht dran gedacht. Die Beere ist das fünfte, was Yoshi essen soll. Die Beere ist das fünfte. Ah, Mist, ich bin dumm. Aber was hat es mit Hold Up? Ach so. Damit man Yoshi mitnimmt. Ja, jetzt. Ich habe in die falsche Richtung gedacht. Ich dachte, Yoshi muss hier drauf groß werden. Nein, Yoshi muss wieder hochgeworfen werden. Boah, ist das dumm. Ey, das weiß ich nicht. Das geht halt echt böse wieder von der Schwierigkeitskurve her in eine ganz andere Richtung. Holy moly. Ja, und dann muss ich den essen. Okay. Bruder. Yo! Es ist halt nicht nur schwer, es ist auch diese Zeit. Denn die kommt ja noch dazu. Das wäre ja noch nicht schwer genug, wenn es nicht auch noch mit Zeitdruck wäre. Oh mein Gott. Und dann noch den und dann noch hoch damit. Oi. Ich würde halt gern noch selber mit hochkommen wieder, ne? So ist nett. Aber wie schaffe ich das, bevor ich da runterknalle? Ey, das ist zeitlich einfach nicht drin, glaube ich, mehr in der Situation. Zu viel.
Ey, also. So. Okay, das hätte vielleicht funktionieren können. Aber Mario ist an der Stelle ja schon so gut wie tot. Also wie... Wie stellen die sich das vor, dass der Yoshi da noch... Hä? Muss noch mal ins Video gucken. An welcher Stelle springt er auf Yoshi drauf? Auch fast da ganz unten. Ja, auch fast da ganz unten. Okay, es ist einfach sauknapp, alles klar. Ach, leck mich doch am Arsch, weiß nicht. Ja, aber... Muss ich nochmal hinschauen? Schmeißt du den irgendwie anders? Bei mir ist es so viel knapper. Ah, wait. Der schafft es, dass der gar nicht da hoch... Ach so. Der wirft ihn gegen die Beere und dann wird Yoshi sofort groß. Aber Yoshi fällt bei mir jetzt. Hä? Wieso? Wieso geht Yoshi bei mir erst hoch und bei dem nicht? Macht es so viel aus? Scheinbar ja. Okay, wir springen mal ein bisschen zurück. Das wollte ich nicht speichern. Okay, da komme ich von da jetzt irgendwo. Okay, ich glaube, der ist gut. Er ist gut, ja. Okay, also irgendwie nimmt der Yoshi vor... Ah, ich glaube, ich check's. Der schmeißt das Ding bei Yoshi hoch, nimmt dann erst Yoshi und durch, ich glaube durch dieses Doppelessen, nimmt er die, isst er die Beere dann schneller. Alter, das ist doch,
Warum verlangt man jetzt sowas plötzlich hier? Das hat mit dem Rest des Hex ja gar nichts zu tun. Von dem, wie man es machen soll, ja. Check ich nicht. Also irgendwie nimmt der erst, der schmeißt die Shell hoch, dann nimmt der Yoshi. Ich check nicht, warum man das so machen muss, aber gut. Vielleicht muss man es auch nicht so machen. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ja, jetzt habe ich aber Yoshi wieder nicht dabei. Ja, jetzt hat er... Scheiße. Okay, da sterbe ich sofort. Okay, der kann funktionieren. Oh, das ist aber kein guter State. Wieso? Ich drücke Save und dann lande ich plötzlich wieder hier. Okay, der ist gut. Oder? Der ist nicht so gut. Nee. Ich glaube nicht, dass der so gut ist. Weil der trotzdem zu bald jetzt die Shell ist. Ja, der ist die trotzdem zu bald. Oh, schade. Ja, es ist zu knapp. Es muss schneller gehen. Nee, es reicht nicht. Nee, es reicht nicht. Aber ich glaube, ich verstehe schon mit dem Doppelessen, dass das wirklich in dem Moment dann passieren muss und dadurch fällt er schneller runter. Kann ich das irgendwie verzögern? Nee, so nicht. Nein, da ist das ja auch schon. Oh, Leute, das ist mir... Oh, ist mir das zu blöd gerade. Sheesh. Das ist bisher das schwächste Level, ganz ehrlich. Vor allem, wie soll man denn da selbst draufkommen, wie das gedacht ist? Das ist doch dumm. Das bringt so auch nichts, was ich hier gerade veranstalte. Das ist völliger Blödsinn. Cool, jetzt bin ich wieder hier. Wollte ich nicht. Okay. Der darf den halt noch nicht essen, der muss den später... Ey,
Dieser dumme Muncher da ist auch, ne? Der ist... Oh, ich weiß nicht, wie man das machen soll. Ich habe jetzt das Wie gesehen, aber wie man es umsetzt, keine Ahnung. Komm halt auch nicht schnell genug auf die Sprungtaste. Es reicht nicht. Ja, irgendwie so, aber... Oi, das ist doch Millimeterarbeit hier. Wie man... Ich mach Slow-Mo an, ist mir zu blöd. Warte, ich mach kurz Ton aus. Weil es sonst nicht funktioniert gescheit. Cute Sound. Zack. Also, das geht nicht. Oh, das war... Hier geht's langsamer, ne? Ja. Mal schauen, ob es so funktioniert. Ich verstehe nicht, was das mit dem Hold Up zu tun hat. Ich drücke die ganze Zeit ab nach oben, aber das tut ja nichts zur Sache eigentlich. Nein, jetzt hat er es schon gegessen. Das ist zu bald, glaube ich. Ja, das ist zu bald. Genau das darf er noch nicht. Er darf es noch nicht essen. Nee, keine Chance. Nee, so reicht es halt nicht. Er darf sie noch nicht essen, das ist der Punkt. Deshalb muss ich den irgendwie so ganz komisch hin und her werfen. Komm mit, Yoshi. Nee. Ich versuche jetzt einfach auf gut Glück irgendeinen vernünftigen State zu bekommen. Keine Ahnung. Kann ich ihn noch hier mitnehmen aus dem State? Nee, ne? Nee, ich krieg nur... Kann ihm nur Essen geben. Toll. Okay, das könnte vielleicht was... Nee, das ist auch nicht... Ich weiß nicht, wie das... Das ist alles viel zu eng da. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich habe jetzt auch keinen Nerven mehr für. Ich glaube, wir machen das mal anders weiter. Wieso kann ich ihn jetzt nicht ständig laden? Ich drück doch ständig auf Laden. Was ist denn das? Der lädt nimmer. Ich drück auf die Ladtaste, aber er lädt nimmer.
Jetzt schon. Jetzt nimmer. Was ist denn der? Wie? Wo kommt denn das jetzt her? Mit welcher Taste habe ich den jetzt resettet? Es gibt keinen Shortcut für ein Reset. Das könnte funktionieren. Mit Yoshi. Nee, nee. Der muss es noch später essen. Der muss es noch später. Der muss wirklich in dem. Oh, ey. Nee, schaffe ich auch nicht mehr. Nee, es reicht nicht. Es reicht halt einfach nicht. Das ist der Punkt. Ist alles zu spät. Der muss schon, der muss in dem Moment groß werden, wo er die Beere bekommt. Wie schafft man das ohne States? Mache ich irgendwas grundsätzlich falsch? Lasse ich mich von dem Video gerade zu sehr beirren, aber wie soll die Stelle sonst funktionieren? Ich check's nicht. Wait. Ich glaube, ich mache was grundlegend falsch. Ich habe eine Idee. Oh, ich bin blöd. Gerade weil ich, gerade als ich angefangen habe, drüber nachzudenken. Gerade als ich angefangen habe, drüber nachzudenken, dass das eigentlich, wie ich es spiele, ich glaube, ich glaube, das Video macht es viel schwieriger, als es gedacht ist. Wie so eine TAS, ne? Nur so eine übertriebene TAS. Ich glaube, sie geht ganz anders. Und zwar, passt mal auf, ich habe eine Idee. Da ist er. Nee, da ist er nicht. Ich brauche ihn noch in der Shell. Ja. Jetzt ist es aber wieder so laut. Das ist wieder diese Scheiße, dass der den Sound dann plötzlich lauter stellt. Obwohl ich ihn ganz normal gelassen habe. So. Nein, nicht drehen, nicht drehen. Draufspringen. Okay, das reicht nicht ganz. Bisschen mehr zurück. Okay, der ist gut. Nein. Okay. Ja, genau. Ich kann auch mit ihm das doppelt essen. Also, ich kann auch den Typ dahin schicken. Dann habe ich doch meinen Yoshi. Und dann kann er doch so die Beere essen. Oder nicht?
So, dann können wir zumindest mal weiter gucken. What? Was kommt denn da jetzt? Ich nehme an, der untere Teil ist für einen Mond oder was? Ach so. Ach, der ist jetzt... Okay, ich muss den da hinwerfen, oder wie? Weil der Yoshi ja verwandelt wird. Aber dann reicht's auch noch nicht. Jetzt gibt es auch 4, 3, 2, 1 und ich bin tot. Hä? Was ist denn das? Ich meine, da unten ist ja noch ein Yoshi, aber wie kriege ich, also wie... Wie komme ich an dem Orb vorbei? Wait, wenn ich den Orb nutze... Ach so! Verstanden. Wenn ich den Orb nutze, geht der Yoshi nicht kaputt. Dann frisst er hier oben nämlich den... Genau. Er frisst den. Ich löse unten den Orb aus und laufe in den anderen Yoshi rein. Der dann die andere Beere frisst. Und dann läuft's raus. Oh mein Gott. Ey, das... Ich bin gerade so froh, dass ich dran gedacht habe, dass ich nicht nur... Also, ey... Das Video hat mich... Der hat es im Video so ganz komisch gemacht und da dachte ich, man muss das so machen. Ja. Die Stelle hätte ich anders machen können, aber... Oh mein Gott. Das war ein schlimmes Level. Das war ein schlimmes Level. Der Anfang war cool. Der zweite Teil, ich hätte ohne Video gar nicht gewusst, was ich machen soll. Also überhaupt nicht. War es zwar bei der dritten Stelle... Blöd, weil das Video da mir blöde Sachen gezeigt hat, aber die erste Stelle hätte ich auch null gecheckt. Oh. Nee, das Level hat mir ausnahmsweise mal echt gar nicht gefallen. Bis auf den Anfang. Der erste Teil war okay. Der erste Teil war okay. Aber naja, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.